Yo, 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 Gangsters! Was geht ab, ey? Ja, du bist in der Hut, man! In der Hut, Randale! Nein, Spaß! Eigentlich kein Spaß! Wir sind hier bei APB All. Ich hab keine Ahnung. Verdammt, APB. Heißt das Spiel und ja, es ist free to play. Wir machen hier so einen ganz kleinen Guide, ganz kurz zu zweit. Denn wir haben das angefangen zu spielen mit dem Mathe und dem Pesel und Marco und mir, also zu viert. Und ja, wollten hier kurz in dem Guide nur so ganz kurz alles erklären, so das Grobe, was wir bis jetzt wissen. Damit, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt und das Let's Play anschaut, auch wisst, um was es da geht. Und ja, wie kann man es am schnellsten erklären? Eigentlich am allerbesten, es ist GTA, nur als MMO-Shooter oder so. Ja, keine Ahnung, genau. Ja, irgendwie so in der Art. Es gibt zwei Fraktionen, die Banditen und die Polizisten. Genau, die Bullerei. Und genau, zwei Fraktionen. Wir sind bei den Bösen natürlich. Und ja, man kann Quests annehmen, also man kann zu viert in der Gruppe joinen, kann Quests aktivieren, dass man eine Mission haben will. Dann kriegt man eine Mission zugeteilt, zum Beispiel muss irgendein Auto klauen oder sonstiges. Das sind aber immer Multiplayer-Missionen, also die Gegner, die Polizei, sind dann auch die gegnerische Fraktion sozusagen, die uns dann aufhalten müssen dabei zum Beispiel. Und genau, das Ganze ist eine recht große Stadt, es gibt zwei Parts von der Stadt, ich drücke mal hier M. Warum kommt keine? Ja, das ist ein cooles Auto. Genau hier. Hier seht ihr die Stadt. Das ist hier so New York City Style. Dann gibt es noch so eine andere Stadt, die sieht so ein bisschen Vice City Style aus. Und ja, Marco hat hier ein Auto geklaut. Ich kann mich reinsetzen zu ihm. Kann sogar aus dem Fenster rausgucken und rausballern. Bam. Und genauso das Grobe, wie gesagt, man kann Autos klauen, rumfahren, wie in GTA. Es gibt keine richtige Polizei, sondern halt nur die Spielerpolizei. Wir können genauso dumme Sachen machen wie in GTA, zum Beispiel. Moment. Oh, da ist einer. Bam! genau, und es gibt wie gesagt keine richtige Polizei, sondern nur die Spielerpolizei. Die können uns aber verhaften, wenn wir irgendwas klauen oder bei irgendwas erwischt werden oder so. Und auch eine Mission starten. Hab ich schon repariert. Oh, die Gangster. Genau, da hinten seht ihr mal Spieler rumrennen. Ich kann jetzt die anderen Spieler aber nicht anschießen. Also nur in der Mission kann man sich gegenseitig bekämpfen. Und ja, wie gesagt, Autos kann man klauen. Wir könnten auch das Auto jetzt halt hier vertickern. Wenn wir das Auto vertickern, kriegen wir Kohle dafür. Die Kohle müssen wir aber erstmal wieder waschen. Oh Gott. Bei der Geldwäsche. Und wenn wir zu viel Kohle bei uns haben, steigt unser Prestige-Level oder so. Das sind oben links die Sterne, die ihr da seht. Da haben wir 2 von 5 gerade. Und die Polizei kann uns auch wieder verhaften. Also so ein bisschen wie GTA, nur so, ja, ein bisschen für den Multiplayer halt angepasst. Ja. Ist am Anfang vielleicht ein Ticken gewöhnungsbedürftiges System, weil, wie gesagt, ich kann jetzt halt hier einen anderen Spieler vorbeikommen, nicht abknallen einfach. Und der uns auch nicht, aber wenn man eben Kopfgeld hat oder zu hoch ist, dann können die Polizisten einen verhaften oder erschießen oder festnehmen und so und kriegen da auch Geld dafür. Aber was machst du da? Schwer zu erklären. Dann seht ihr schon, ich habe hier so PG5 hinten auf meinem Pulli stehen und vorne auch. Marco ist nackig und hat auch hinten ein riesiges Tattoo mit PG5. Man kann ganz viel customizen. Also man kann wirklich alles verändern. Es gibt Batmans, die rumlaufen, Spidermans, Pokémons, hat sogar Mathe gestern gesehen. Also es ist wirklich alles, was hier rumrennt. Man kann alles verändern. Also der Sims-Editor ist ein Scheißdreck dagegen. Das muss man wirklich im Spiel lassen, das ist sehr genial gemacht. Wie gesagt, ist free to play. Müsst nicht zahlen. Es empfiehlt aber. Also, ich würde schon empfehlen, glaube ich, Premium wird sich schon lohnen in dem Spiel eigentlich. Also ich habe es mir nicht geholt zum Beispiel. Adam hat sich's geholt. Genau, also man kann zum Beispiel das, was ihr auf dem Rücken hier habt, das sind 5 verschiedene Sachen. Also P, G, die 5 und die 2 Sterne. Und wenn man nicht Premium ist, kann man nur maximum 3 auf ein Kleidungsstück drauf machen. Ich kann deswegen habe ich auch 40 nur oder so PG5 drauf machen. Ich G5 hinten drauf, sonst hätte ich. Noch mehr Tattoos. Genau, und was gibt's noch? Wir wollen es ein bisschen schneller machen, dass wir uns nicht zu langweilig ist. Man kann alles Mögliche machen, was so Gangster machen können. Sag's euch mal ganz kurz. Wo können wir mal. Da hier ist ein Juwelier. Wo ist ein Juwelier? Da, genau, oh, vor uns. Ah, okay. Zum Beispiel kann man Läden ausrauben. Kann ich aussteigen? Da ist ja nichts. Da ist gar nichts.
Verdammt, der ist leer. Also normalerweise ploppen hier dann so Safes raus und so. Und die können wir auch hinten ins Auto reinladen und müssen es dann eben zum Händler bringen, das verkaufen. Der gibt uns Geld. Das Geld ist aber nicht gewaschen. Das müssen wir dann wieder waschen und so weiter. Und dann wieder das Problem mit der Polizei. Und da sind nämlich gerade ein paar Freaks vorbeigekommen. Und ja, die Missionen sind wie gesagt immer random, also wir können immer so eine Mission annehmen, dann kriegen wir zum Beispiel zugeteilt, wir müssen irgendwo in der Stadt 3 Graffitis hinsprühen. Und die Polizisten, die auch irgendwie gerade eine Mission suchen, kriegen halt die Mission, uns daran aufzuhalten. Das Lustige ist, ja, es passiert immer randommäßig, also es ist irgendwo in der Stadt und ändert sich halt immer und wird anscheinend, glaube ich, zufällig generiert oder es gibt halt sehr viel, weil wir bis jetzt noch keine Wiederholung gesehen haben. Und das macht halt richtig Spaß, weil es sind einfach immer wieder neue Missionen. Es sind zwar an sich, die Mission ist immer die gleiche. Man muss durch immer das Graffiti sprühen oder ein Auto klauen oder irgendwas bewachen oder einen Koffer irgendwo hin transportieren. Aber dadurch, dass es woanders in der Stadt passiert, also auch wenn es sich nur so ein bisschen verschiebt, ist gleich eine ganz andere Welt und die Action ist geil. Man kann nicht, wie gesagt, aus dem Auto dann schießen, dann kommen die Verfolger. Und ja, ist sehr lustig. Es passieren sehr lustige Sachen. Und genau, man... unser Auto entbeult sich jetzt. Ja, warte, ich kann mir hier noch mein Auto holen. Boah, sauber. Warte, hier ist ein Graffiti. Kann ich jetzt drüber sprühen? Kann ich nicht? Das nervt mich. Ich kann hier irgendwo noch ein Auto holen. Ah ja, da ist das Ding. Man kann auch eigene Autos haben. Die kann kein anderer klauen, außer die Teammates. Das ist meins. Dann ist Markus. Das ist jetzt auch hier der Premium-Account. Ich hab voll das krasse Auto, Mann. Und die kann man auch... Lauf nicht weg! Ich erwisch dich trotzdem. Tunen, oh, es ja. Da, oh. Ich hab was. Hast du was? Ja, Mann. Genau, jetzt könnte zum Beispiel ein Polizist Marco verhaften oder uns verhaften. Marco hat einen Safe. Steck ihn in den Kofferraum. Warte, ich muss ihn kurz in den Kofferraum stecken. Ach so, warte, ich fahr bei dir mit. Schneller. Also wie gesagt, man kann Autos auch komplett customizen und verändern, also das auch... Dir passt nichts ins Auto. Nicht? Ja, das ist Nitro und so drin. Warum kann ich mich nicht zu dir setzen? Ach, wir sind nicht in der Gruppe. Doch, sind wir. Sind wir? Kann ich zu dir rein? Du steckst bei dir rein. Ich glaube, bei mir ist kein... Vielleicht mit dem Safe auf dem Schoß kannst du, glaube ich, nicht. Kann das sein? Kack auf den Ja, genau. Gern wieder. Genau, und wie gesagt, Autos kann man customizen, Charaktere, alles kann man machen. Waffen gibt es sogar bunte, man kann sie tunen, es gibt Nitro. Oh, fuck. Hoppla. Die kam aus dem Nichts. Und ja, wir haben dazu ein Let's Play gemacht, zu viert. Also das ist echt eine Mordsgaudi eigentlich, also das ist richtig lustig. Mordsgaudi ist auch bayerisch, gell? Das versteht wieder keiner. Googelt. Mords. Und man kann sogar blinken, Marco, ich entdecke im Spiel, schau, ich blinke links. Oh ja. Rechts. Cool. Und ja, ist wirklich lustig. Ich hoffe, wir haben es so ungefähr so im Groben ein bisschen erklärt, weil wie gesagt, wir wollten es nicht zu lang machen, das soll nur ganz kurz sein, so ein bisschen zum Erklären. Für alle, die es nicht kennen, wenn ihr es nicht kennt, holt es euch kostenlos auf Steam. Ist auch nicht besonders groß, glaube ich, ein paar Gigabyte. Ja, 5, glaube ich, sind 5 Gigabyte so. Und auf jeden Fall für alle, die GTA mögen, lohnt sich's schon mal. Also ist es an sich schon von der Action her, die passiert, dass man mit Kumpels da rumdüsen kann und Scheiße bauen und verdammte Kacke. Sieht doch mein MG. Gehen wir. So. Ja, also wie gesagt, Polizei gibt's nicht, aber okay, bei der Action jetzt könnte keiner was machen bei uns. Aber Hast du was gesagt, hä? Hast du gesagt, du hast keine Angst vor mir, oder was? Wie sieht der gerade ins Haus? Hä? Und du? Hast du auch keine Angst mehr, hä? Ja, Marco blüht hier teilweise richtig auf in dem Spiel. Und ja, das war's an sich. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Let's Play. Hoffen, es gefällt euch. Warte. Ja, ich hab's gerade. Moment. Den da. Adam, schau zu. Du Penner! Gib mir dein Geld! Na, geht doch! Alter, Handy und Schmuck? Hä? Wie machst du das? Und jetzt? Wie machst du das? Mit F. Geh mit F dran. Ah ja. Gib mir dein Geld! Komm schon! Bambala, Bambala! Wohin läufst du? Glaubst du, du kannst der Polizei was sagen, hä? Das war die falsche, oder? Nein, das war schon die.
es ist ein bisschen blutig, weil ich hoffe, dass das Let's Play wird irgendwie nicht schlimm eingestuft. Wir werden es auch wieder ein bisschen später am Abend hochladen. Also im Prinzip machen wir genau das, was jeder andere in GTA auch macht. Genau. Scheiße bauen. Also man kann Missies machen, man kann auch einfach Läden ausrauben und das vertickern, das Zeug. Autos kann man auch vertickern. Warte, ich komme. Das Coolste ist immer, dass es aus dem Fenster rausschauen. I wanna call the enforcement. Verdammt, mit der MG kann ich nicht rausgucken. Ich kann nur mit der Pistole. Die MG ist zu groß, mal kurz zum Rausschauen. Echt jetzt? So zwei Hände. Ja, da liegt einfach mal so ein Van auf dem Dach und so. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Wir dachten nicht, dass es so cool wird, das Spiel. Also ich dachte, es wird eher so ein Crap-Game, ein bisschen so mit bisschen Spaß nur. Kann man ein Auto verkaufen? Carshop steht da irgendwo. Ich bin genau vorbeigefahren. Ich sehe deinen. Achso, das vertickerst du, das sehe ich nicht. Und genau. Ja, es war es an sich schon alles. Also wir wollten nur eben so kurz ein bisschen erklären, damit ihr wisst, um was es da geht, wenn ihr es nicht kennt, wenn wir zocken da einfach direkt los und erklären da nicht viel. Und ja, während wir hier noch ein bisschen rumcruisen und Marco das Auto verdickert. Den kriegst du jetzt unten links, steht dann so da, wie viel Kohle du bekommen hast dafür. Ganz schön dunkel, ne? Muss ein bisschen heller machen. $29? $89. 146. Das kommt doch an, ob es kaputt ist oder nicht. Der hat mir Scheiße verdickert. Wo kann ich die umbringen? Kann ich die umbringen? Wie gesagt, Marco blüht auf und klaut hier wieder Autos. Auto. Genau, und ja, wie gesagt, wir wünschen euch viel Spaß. Kann ich das gleich hier verkaufen. Wir machen jetzt Schluss. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur ersten Folge. Wie gesagt, die sind schon aufgenommen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Und yo, BG5 Gangsters in der Hut, ich ramm dich jetzt noch mal. Mit deinem kleinen Fiat Punto da oder so. Kleines Auto hier. Hast du es gesagt, oder? Komm her. Also, viel Spaß. Also, ciao.